Wir haben einen Freak und einen Brandstifter. Ach du. Super, und hier ist ja eine richtig geile Deckung. What? Ich mag die Ecke hier nicht. Da, klon den mal. Und viel Spaß mit einem Köder. Schön, dass ein Köder vor allen Dingen nicht meine Tarnung auffliegen lässt. Dich sollte ich am besten instant umnieten. Du hast nur eine 55-prozentige Chance, den zu treffen. Okay. Dann mach mal den Nahkampfangriff. Ich habe keinen Bock, den Freak hier weiter rumstehen zu haben. Kann ich die Treppe hoch? Hm, schade, leider nicht. Für den Fall der Fälle. Completely unhittable. Ja, da wäre 100%, aber da wäre ich dann auch in Schusslinie von dem Brandstifter. Ja, dann stehe ich mal irgendwo hier und schieße auf den Brandstifter. Hat er wenigstens... Oh, der ist auch noch immobilisiert. Super. Okay, da waren es nur noch zwei. Besser als nichts, den anderen kann ich anschießen. Ob seine Deckung ist gleich null? 75% nur. Egal, wird schon treffen. Sag ich doch. The Challengers drop a deuce. And they both come out of it alive. Tybalt ist eigentlich nur dafür da, damit er so ein bisschen hier verwirrt. Wirklich Schaden macht er eigentlich nicht. Also technisch gesehen könnte ich den eigentlich auch unbewaffnet lassen. Eigentlich jetzt nicht, ne? Für den Fall der Fälle, dass du dann doch mal eine Waffe brauchst bei dem, wa? And that opens the way to the final combat arena of this episode. Aber wirklich, also Tybalt ist nicht gerade unbedingt so der, der hier großartig durch die Gegend ballern muss. Blut in der Kanalisation. Er hört sich nicht unbedingt gerade so gesund an. I'm not sure I'd be in a hurry to enter those sewers, but then again, I'm not a contestant. Ihr habt das dumpfe Gefühl, wenn ich da jetzt... Da ist ein Sniper, also müsste es eigentlich irgendwie gut irgendwas geben, wodurch vielleicht doch er hier von Nutzen sein könnte? Wer weiß, wer weiß. 120 Leben hat er mittlerweile, holy moly. Versuchen wir weiter, was ein bisschen mit Markus zu machen.
das Level sieht so aus, okay. I can almost smell that raw sewage from here. Abschaum, Abschaum, zwei Sniper, Abschaum. Okay, die zwei Sniper stehen gut nebeneinander, allerdings... Und wo kommt der okay, das öffnet sich nach und nach. Okay. Ja, bei dem ist ja egal, der kann jetzt einfach rausdackeln. Wobei, nee, nicht unbedingt rausdackeln, weil der kann ja angeschossen werden von irgendeinem. Ach, Tybalt war da hinten. Ich dachte, Tybalt wäre hier. Ich hab gar nicht bemerkt, dass das nicht hier Tybalt ist. Tybalt war irgendwo da am Stehen. Frage ist allerdings, ob ich das wirklich machen will. Ja, wobei, das wäre vielleicht ein bisschen interessanter. Eine 55-prozentige Chance nur. Mir kommt es eher so vor, als würdest du überhaupt nicht treffen. Au. Oh nein, Marcus ist tot. Und... Okay, wollte schon sagen. Toll. Der, der mich gekillt hat, hat den anderen gekillt. Ne, Quatsch. Der mich gekillt hat, hat... Ne, warte mal. Der mich gekillt hat, wurde von dem anderen gekillt. Genau. Jetzt haben wir's. Das ist doch jetzt Mist. Das ist doch jetzt totaler Mist. Marcus konnte im Endeffekt noch nicht mal großartig was machen hier. Was ein Blödsinn. Ihn kann ich dann. Okay, wow. Interessanterweise wird das ja nicht mal als Feld hier angesehen. Komischerweise sogar das hinter der Deckung nicht. Okay. Ja, dann stun den mal. Fix. Ich habe immer auch noch zwei Aktionspunkte über. Das ist so absurd. Ich habe ganz vergessen, dass ich bei Nanotube ja Instant Kill mache. Weil der Schaden so exorbitant hoch ist.
Das kommt in der nächsten Runde raus, ne? Dann sollte ich vielleicht lieber Overwatch anmachen. Fresh ammo, ready to go. Oh Gott, was mache ich denn hier jetzt? Oh fuck. Das ist kein Instant Kill. Hast du nicht eine Kevlar-Rüstung? Genau, hatte. Ach so, meine Waffe. Okay. Ja, ja. Meine Waffe ist da nicht mit Durchdringung. Ganz vergessen. Tibble sets up a twin to take some heat. Securing the area. Wenn das jetzt nicht eher von Nachteil war. Okay. Super. Zwei Freaks, eine Muerta, ein Abschaum. Die beiden Freaks könnte ich mit einer Granate platt machen. Oder so. Habe ich sogar noch einen dritten mitgenommen. Ah, whatever. Ich würde zwar gerne weg von da gehen, aber wait, warum hat denn ihr Overwatch überhaupt nichts gemacht? Game. My goodness, that's four in a row. Wie die einfach mal eben durch das halbe Level läuft, ne? A proficient healer too. Ach, da war ja auch noch einer, stimmt, den hab ich ganz vergessen. Das war ja der Typ, den ich gestunt habe. Was? I can't let all that poison gas go to waste, now can I, challengers? I'm giving you fair warning, so don't count the judges saving you this time. If the challengers don't want to succumb to that incoming poison, they need to make their way into the airlocks. Erreiche die sichere Zone, wobei alle Charaktere überleben müssen. Ja, da haben wir ein kleines Problem. Einer ist schon in der allerersten Runde verreckt. Wo ist die sichere Zone? Ich denke mal das hier, ne? Also hier reingehen und fertig ist. Wait. Heißt es dann, ich könnte jetzt einfach da rein dackeln und fertig ist? Das wäre ein interessanter Witz. Wobei, nee, lieber auf den hier. Ich will nicht haben, dass der gegebenenfalls Tybalt angreifen will. Oh, she guns him down. Weil dann kann nämlich Tybalt einfach mal eben locker flockig sich hier verpieseln. Wenn ich da reingehe, sterben dann jetzt die restlichen Gegner hier oder was? Ready to defend his position. Thank you.
Oh, da ist eine Tür, aber die ist verschlossen, okay. Da stand ja gerade, besiege alle Verteidiger, aber die sind draußen. Oh, hier kommen auch noch mal welche. Schön. Oh, ich kann aber die Granate hier scharf machen. Viel Spaß bei der Granate, die da ist. Na, das wird toll für die. Wäre besser, wenn ich die Sicht weiter von oben hätte, statt so komisch von der Seite. Ah, cool. Ich könnte da safe stehen. Super. So, was haben wir da? Fleischparty? Da war eine Muerta, die ist jetzt Muerta. Okay, zwei sind schon mal weg. Leider kann ich von hier aus nicht den Feuerwehr-Heini anvisieren. Was der da jetzt ist, ist nicht so schön. Nicht das. Soweit kommt's noch. Not sure he knows what hit him. Wait. Okay, das ist, ich sag ja, die ist halt echt overpowered as fuck. Aber sowas von. Und jetzt noch schön hier hinten hin dackeln, damit ich da einen 100%igen Kill habe. Schalte 5 Feinde in einer einzigen Runde aus. 5-fach Tötung. Kriege auch noch einen Erfolg dafür. Jetzt wäre richtig geil, wenn ich eine 6-fach-Tötung auch noch hinkriege und das auch noch irgendwas gibt. Aber leider habe ich nicht dafür genügend Damage. Das wird nicht hinhauen. Egal. Entering an Overwatch position. Oh, der geht doch dahin. Oh, der kommt mir aber verdammt nah. Da kannst du auch mal einen Nahkampfkill machen. Wer braucht Marcus? And it's over. The challengers come out on top, despite losing a teammate along the way. Ratatat. Die ganzen
goldenen oder gelben geben einfach nur 125, okay. Naja. Was? Schieße alle optionalen Kampfarenen ab. Königin des Tötens. And the challengers exit the sewers only slightly worse for wear. So, da ist alle Fähigkeiten. Schaden ist derselbe, mehr Muni und weniger Reichweite. Boah, ich bleib bei dem, was ich habe. Was war das? Ich weiß nicht mehr, was ich vorher bei dem hatte. Ah ja, die Nahkampf, genau. Die Nahkampfgranate. Die war jetzt aber irgendwie nicht so effektiv, wie ich mir erhofft hatte. Um ehrlich zu sein. Ich dachte, die würde dann schön alle in die Luft jagen, aber offenbar nur ein Ziel. Was schade ist. Scheinbar wohl nur ein Ziel, weil das das Ziel ist, was als erstes ein Feld betreten hat, was dann Schaden verursachte. Der andere Gegner war schlichtweg noch gar nicht dann da drin oder so. Whatever, ich kann mich ja heilen. Diamantenhaut. Mehr Leben, wa? Nee, Klingenwiderstandsfähigkeit. Oh Gott, das braucht er aber sowas von. Das braucht er gerade so dringend. Kabelbeschichtung. Mehr Gesundheitspunkte. Ja, nee, lass mal. Die Bewegung ist besser bei denen. Was gibt's hier noch? Ein Autogramm irgendwo. Hey, da ist es. I'm rooting for you all the way, Scarlet. Hope I don't disappoint. Yeah, and I'll whoop your ass if you do. You hear? Naja, wie willst du das machen, wenn ich theoretisch in 1000 Teile gesprengt worden bin? Ja, stell dich hinten an. You got some real attitude, huh? I like that. Merkwürdiger Typ. Karneval des Todes. And the challengers arrive at the main attraction of the evening. Oh hey, ich kann 4. Former amusement park. Despite its dilapidated appearance, this place should still provide plenty of entertainment. Ich kann mal 4 nutzen. Das war vorher, glaube ich, nicht, oder? Kann mich erinnern, aber ich glaube, vorher war das die ganze Zeit nicht so. Hier, kriegst du eine Frag-Granate. So? Vielleicht? Du störst, die machen ordentlich Wumms. Die machen ordentlich Wumms. Du bist einfach nur du. Wird bestimmt hinhauen. Denke ich mir mal. Na gut. Dann auf in den Karneval des Todes. Wenigstens gibt es keine Clowns. Na doch. Allerdings sind die alle Hackfleisch. Our surviving challengers will first be tested by the Super Freak. But getting to this well-guarded defender won't be easy. The challengers have to fill the kilometer first.
Kilometer? Oder wie auch immer der das genau ausgesprochen hatte? Ich hätte es ja eher anders ausgesprochen, und zwar Kilometer. Kilometer. Meter? Kilometer? Ja, Kilometer. Kilometer! Okay, ich brauche 10 Kilometer, um den Super Freak zu erreichen. Super Freak? Oh. 30, 36 Schaden. 150 Leben. Kann nicht imitiert, kontrolliert oder betäubt werden. Oh. Fuck. Vor allen Dingen, holy shit, wie viele Gegner sind denn bitte hier? Warte, die sind alle da vorne? Nee, zwei sind hier. Einer ist eine Bratwurst und der andere ist ein Bischof, okay. Da haben wir Omerta, Bischof, Brandstifter, okay. Muerta. Nur dreimal ein Abschaum? Okay. Wo zum Geier stehe ich eigentlich? Ach, hier sind auch noch mal ein paar Abschäume. Abschäume. Da ist auch noch ein Freak. Okay. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt vier habe. Das ist echt toll. Könnte öfter so sein. Wo ist sie gerade? Sie steht etwas blöd. Mit ihr könnte ich aber mit 90%iger Wahrscheinlichkeit den Bischof schon mal killen. Was nicht verkehrt wäre. Gute Frage, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Ist da eine Wand? Ja, ne? Okay, dann könnte ich nicht da drauf schießen. Könnte eventuell den betäuben? Auf dich könnte ich schießen. Verfehlt. Okay, dich kann ich auch eigentlich gleichzeitig killen gehen, ne? Wenn ich schon hier bin. Ich meine, wenn ich einen Doppel-Nahkampf-Angriff machen kann, warum nicht, ne? Oh, jetzt ist besser. Es ist viel weiter rausgezoomt aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, warum das jetzt so rausgezoomt ist. Da siehst du den Schatten aber jetzt nicht mehr. Ah. Und die Beleuchtung. Egal, dafür sehe ich aber viel mehr vom Feld. Und das ist irgendwie gerade wesentlich besser. Nee. Das will ich nicht machen. Ich könnte das machen. Wäre ich safe vor irgendwas anderem? Der Bischof könnte mich vielleicht angreifen. Sicher bin ich mir aber nicht. Hoffentlich macht der Bischof nichts. Okay. Was machen wir mit dir, Nase? Warum wird mir diese Deckung als
rotes Icon angegeben. Ach so, wegen dem da, okay. Kein Körper zum Kopieren. Wenn ich da bin, müsste ich aber wenigstens einen. Ja, genau, den da. Besser als nix. Eventuell müsste dann der Freak den angreifen. Denke mal. Das ist die Frage, wo wäre ich theoretisch safe? Könnte der so weit hinlatschen? Wahrscheinlich, ne? Hoffentlich bist du da safe und nicht in der nächsten Runde schon tot. 95% der trifft dich. Okay, ausnahmsweise mal doch. Oh, super. Erst betäubt er das. Jetzt könnte ich eigentlich dann das so machen, dass ich das abwarte. Währenddessen kümmere ich mich um den Brandstifter. Oh. That's a game changer. Ha. Huh. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Eigentlich hatte ich jetzt vorgehabt, abzuwarten, sodass dann der hier wenig Gesundheit hat, sodass ich dann mit, weiß nicht, Tybalt vielleicht auf den Freak drauf schieße und mit Marcus dann auch noch und dann wären beide tot. Weißt du? Das ist ja jetzt leider aber nicht so am Klappen gewesen. Das Mist ist.